Ihr habt bestimmt alle schon mal von den Philips Hue LED Stripes gehört. Die Teile sind schweineteuer, wie das gesamte Philips Hue Paket. Kurz an der Stelle nochmal Empfehlung für alle, die es nicht gesehen haben. Die beste smarte Glühbirne findet ihr hier nochmal verlinkt. In meinen Augen immer noch die Yeelight. Alexa, schalte Yeelight blau. Nein, darum geht's nicht. Heute geht's um die LED-Stripes. Die LED-Stripes sind so ziemlich die einzig steuerbaren LED-Stripes von Philips Hue, die ihr dann mit dem Amazon Echo oder einem Google Home System steuern könnt. Es gibt mittlerweile aber unzählige kleine Zwischenadapter. Und diese Zwischenadapter, diese Mikrocontroller, schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Die funktionieren dann wie folgt. Ihr seht, mein Schreibtisch, der ist auch schön passiv beleuchtet und das Ganze lässt sich dann auch eben steuern wie ein LED-Stripe von Philips Hue. Alexa, schalte Schreibtisch rot. Und das Ganze wird rot. Ja, ich bin aber mit einem Kumpel verabredet, dessen Zimmer ich heute smart gestalte bzw. ein paar LED-Stripes anbringe, dann noch die Zwischencontroller dazu schalte und so weiter. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang drum rum, sondern fahren mal direkt hin. So, hi, ich bin jetzt gerade bei meinem Kumpel angekommen und ihr seht, es leuchtet schon schön da hinten, der Fernseher natürlich passiv und das Sofa haben wir bereits installiert. Das Ganze ist eigentlich super simpel, also im Prinzip bestellt ihr euch, falls ihr euch so ein Teil gönnt, hier so einen Wi-Fi-Controller, den ihr dann praktisch zwischenschaltet, einmal zwischen LED-Stripe, heißt hier an diesen Anschluss. In dem Fall der Luminea-Adapter, den wir jetzt hier verwenden, der ist ein RGBW-Adapter. Das heißt, er hat auch noch diesen weißen Pin mit dran, sage ich mal. Das ist ein 5-Pin-Anschluss. Allerdings dieses LED-Stripe, beziehungsweise alle LED-Stripes, die wir jetzt verbaut haben, sind 4-Pin-Anschlüsse. Ist egal, ihr könnt einfach den 5. Pin freilassen. Und ihr habt noch die Option, falls ihr mal ein anderes LED-Stripe nehmt, könnt ihr sogar mit 5. Pin steuern. Ist ganz cool bei dem Produkt hier. Ich selbst habe bei mir verbaut, von Eutem war es, genau. Habe ich ja auch andere Produkte bereits von der Firma, wie ihr auch aus anderen Videos kennt. Leider ist das Produkt nicht mehr verfügbar. Deswegen haben wir uns jetzt hier für diese Luminea-Variante entschieden. Tut im Prinzip das Gleiche. Das Schöne daran ist, ihr könnt da auch einfach die Smart Life App verwenden. Finde ich eine ganz coole App, deswegen ja, ganz schön, dass es hier auch möglich ist, wie man da ein Gerät hinzufügt, denke ich, muss ich jetzt nicht nochmal extra zeigen, habe ich ja bereits in anderen Videos. Falls ihr da verzweifelt, schreibt es mir in die Kommentare, dann versuche ich euch da zu helfen. Genau, also im Endeffekt steckt ihr es zusammen, steckt natürlich dann noch den Adapter, also den Wi-Fi-Controller an den Strom an. Und dann eben noch an euren LED-Stripe und das Ganze lässt sich steuern. Ihr seht es jetzt mal kurz als Beispiel. Alexa, schalte Fernseher rot. Und ihr seht, die Passivbeleuchtung des Fernsehers ist rot. Alexa, schalte Sofa grün. Okay. Alexa, schalte Sofa blau. Ihr seht, es funktioniert problemlos. Ihr könnt also Farben direkt ansteuern, aber ihr könnt das Ganze auch dimmen und ein- und ausschalten. Alexa, dimme Fernseher auf 10%. Okay. Alexa, dimme Fernseher auf 50%. Okay. Alexa, schalte Fernseher grün. Okay. Alexa, dimme Fernseher auf 100%. Okay. Alexa, schalte Fernseher aus. Alexa, schalte Fernseher an. So, jetzt sind wir die meisten Befehle mal durchgegangen. Ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich absolut zuverlässig. Gar keine Verzögerung, was ich auch sehr schön finde an der Lösung. Mittlerweile gibt es da viele verschiedene Wi-Fi-Controller, sag ich mal, die ihr dazwischen schalten könnt. Kosten so zwischen 15 und 20 Euro, die von Luminea war es genau, haben jetzt glaube ich 15, 16 Euro gekostet, verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung und auch nochmal ein, zwei andere zum Vergleichen. Im Prinzip können die alle dasselbe. Die von Luminea sind jetzt gar nicht so gut bewertet auf Amazon, ich glaube nur 3 von 5 Sterne, ist natürlich kein Product Placement hier, das sind jetzt einfach ja ein Produkt, für das wir uns jetzt hier entschieden haben bei der Einrichtung. Wie gesagt, ich konnte damit jetzt keine Probleme feststellen. Ich empfehle die euch hier an der Stelle. 15 Euro günstiger kommt ihr kaum weg bei den Wi-Fi-Controllern. In dem Sinne würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch ein paar Eindrücke von schönen Passivbeleuchtungen, wie hier das Ganze jetzt fertig aussah. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dahin macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich auch wie immer. Bis zum nächsten Video. Ciao.